Janatris, ein Land, wo Helden, Mut und Abenteuer noch etwas gelten. Jeder Junge träumt von geheimnisvollen Reisen, Drachenkämpfen. Vor 10 Jahren führte das Schicksal Guka unseren Helden in ferne Länder, wo er oft mit bloßen Händen gegen viele Kreaturen kämpfte. Als er von einer seiner Reisen zurückkehrt, muss Guka feststellen, dass sein Haus abgebrannt ist, seine Frau im Sterben liegt und sein Sohn entführt wurde. Mit diesen Hiobsbotschaften konfrontiert, muss er nun die exotischen Zutaten einer Heiltinktur finden und die Hintergründe hinter dem Überfall ergründen. Das kann er allerdings nicht von seiner Heimat Parenti aus erledigen, durch deren Straßen er hier gerade läuft. Deshalb freundet er sich bald mit einem Kapitän an, der sein Schiff bereitwillig für Gukas Abenteuer zur Verfügung stellt und mit welchem er die Fantasy-Welt des Autors Richard D. Evans bereist, gefährliche Höhlen erkundet und fremdländischen Eingeborenenstämmen begegnet. Her, Tomo Adomo Aitavi Sharia! Vielseitig sind die Aufgaben, die Guka erledigen muss. Wie bei vielen Adventures liegt ein Schwerpunkt dabei auf gewöhnlichen Inventarrätseln. Hier mischt man gerade die Zutaten für eine spezielle Batteriesäure zusammen, die für das Weiterkommen im Spiel benötigt wird. In dieser Szene sieht man eines der Minispiele, die mit Guka ins Haus kommen. Ziel dieser Sequenz ist es, diesen Bösewicht im Würfelspiel zu besiegen, was zum Glück nicht allzu schwer ist. Auch einige logische Knobeleien enthält das Spiel, der Schwierigkeitsgrad hält sich aber auch hier in Grenzen. Guten Tag, Herr. Guten Tag. Möchtet ihr etwas kaufen? Einige Elemente borgt sich Guka aus dem Rollenspielgenre. So kann man, wie hier zu sehen, in diversen Läden Waren kaufen und verkaufen. Geld erhält man zum Beispiel im Glücksspiel oder durch den Verkauf von erbeuteten Gegenständen. Geschicklichkeitseinlagen gehören zur absoluten Ausnahme. Zudem braucht man vor dem Scheitern keine Angst zu haben, da vor gefährlichen Situationen automatische Spielstände angelegt werden. Einen weiteren Schwerpunkt und eine Besonderheit von Guka bilden die zahlreichen Kampfeinlagen. Mit physischen oder magischen Angriffen muss man die verschiedensten Bösewichte ausschalten. Mit Heiltränken und Zaubern, Kräutern und anderen Gegenständen gilt es dabei, das eigene Leben zu schützen. Wie in Rollenspielen sind dabei den beteiligten Personen Charakterwerte zugeordnet, die über Glück und Unglück im Kampf entscheiden. Da diese Sequenzen rundenbasiert sind, kommt es dabei nicht auf die Geschicklichkeit des Spielers an, sondern, wie es sich für ein Adventure gehört, auf eine intelligente Strategie. Da diese sich oft ähneln, wirken Kämpfe in Spielabschnitten, wo sie gehäuft auftreten, leider etwas monoton. Mehr Infos findet ihr, wie immer, in unserem ausführlichen Test auf adventuretreff.de.